Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir hier bei Your Next Hotel. Mein Name ist Christopher und ich bin heute für euch in der Türkei, in Side, und darf euch das Hotel Nova Park vorstellen. Dieses Hotel hat für mich einen ganz persönlichen Background, denn ich war hier bereits als kleiner Junge in meiner Kindheit und ich freue mich wahnsinnig darauf, euch das Hotel zu zeigen und euch mitzunehmen. Let's go! Und denkt daran, abonniert meinen Kanal. Vielen Dank! So, wir durften gerade unser Familienzimmer beziehen und ich nehme euch direkt mit für eine Roomtour. Und zwar gleich, wenn es hier reingeht, ist ein bisschen kleineres Bad, aber es ist alles vorhanden. Man hat ein Waschbecken, ein Spiegel, Föhn ist da, ein paar Beauty-Utensilien, WC, und das Schöne ist, die Dusche ist eine Regendusche. Dann hat man hier einen großen Kleiderschrank, und was ich richtig cool finde, ist, dass man nochmal einen Ganzkörperspiegel hat. Das heißt, bevor man am Abend nach außen geht, kann man sich nochmal so in voller Pracht begutachten. Und schaut es euch selbst an, ein wunderbares, schönes, helles, lichtdurchflutetes Zimmer. Es ist sehr modern eingerichtet. Was ich ganz toll finde, ist die Holzverkleidung. Alles vorhanden, man hat hier nochmal Sitzmöglichkeiten, zwei Betten. Dann ist hier einmal die Minibar. Hier gibt es eine Kaffee-Tee-Station, ein TV. Und dann möchte ich euch natürlich nicht den Ausblick nach draußen vorenthalten. Und zwar haben wir einen seitlichen Meerblick sowie auf den Pool. Und natürlich, ein Familienzimmer ist ein bisschen größer als das hier nur. Hier ist der zweite Raum. Und dann ist hier ebenfalls nochmal ein wunderbar schönes, großes King-Size-Bett, TV, alles hell, alles lichtdurchflutet. Also wirklich, mir gefällt das Zimmer außerordentlich gut. Das Hotel verfügt über 326 Zimmer, die alle in der Wintersaison 2018 auf 2019 renoviert worden sind. Und danach, wie wir alle wissen, kam die Pandemie. Das heißt, die Einrichtung hier in diesem Hotel ist wirklich in einem sehr guten Zustand. Auch die Lobby wurde modernisiert und mir gefällt das alles wirklich sehr, sehr gut. Hinter mir lassen sich nun sehr gut die Rutschen erkennen, und schon als kleiner Junge konnte mich nicht stoppen, dort zu rutschen. Natürlich bietet der Nova Park auch ein ordentliches Aktivitäten- und Sportprogramm. Alles hier auf dieser Tafel zu sehen. Und um 21 Uhr gibt es für die kleinen Kids die Mini-Disco. Und um 22 Uhr ist dann das Amphitheater dran, beziehungsweise die große Show. Jetzt ist es Zeit für einen kleinen Mittagssnack, und zwar Gösslimme mit Zimt und Zucker und einem Sexy Beach. Guten Appetit!
So, und ich bin gerade am Strand des Hotels angekommen. Und zwar liegt der Nova Park in zweiter Reihe. Das bedeutet, dass Hotels vor dem Nova Park liegen. Und als ich vor 10 bis 15 Jahren in diesem Hotel war, war der Weg dorthin noch gar nicht richtig angelegt. Da ging zwar auch schon alle paar Minuten ein Shuttle direkt zum Strand hinunter, aber mittlerweile hat man das bepflanzt und ist auch betoniert. Das heißt, es ist ein schöner Weg, wo man auf 2-3 Minuten zum Strand laufen kann. Und jetzt möchte ich euch noch die Snackbar zeigen. Die könnt ihr direkt gleich hinter mir finden. Und die Snackbar des Hotels ist natürlich auch in vorderster Strandlage mit Ausblick zum Meer. Und hier hat man natürlich einen atemberaubenden Sonnenuntergang. Und zwar könnt ihr die Snackbar ganz gut hinter mir erkennen. So, und nun zeige ich euch natürlich noch das Beste, und zwar den Strand. Der kommt direkt nach der Snackbar. Die ersten Hotelgäste ziehen sich auch mittlerweile schon ein bisschen zurück, um sich fertig zu machen fürs Abendessen. Hier hinter mir könnt ihr die Sonnenliegen erkennen. Alles hat natürlich auch einen perfekten Sonnenschutz vor der drückenden, heißenden türkischen Sonne. Und jetzt geht's direkt zum Meer. Die Sonne versinkt jetzt dann wirklich direkt im Meer dahinter und man kann einen atemberaubenden Sonnenuntergang genießen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Ich bin gerade aufgestanden, bin noch ein bisschen verschlafen, werde aber jetzt gleich zum Frühstück gehen. Und was ich euch nachsagen wollte, ist, dass direkt vor dem Nova Park das Sidemarin Beach liegt.
Vielen Dank fürs Zusehen. Meine Reise hier im Novapark geht nun leider zu Ende. Und denkt daran, abonniert meinen Kanal und lasst mir einen Daumen und einen Kommentar. Ich fand es wirklich sehr schön, nach all der langen Zeit mal wieder hier gewesen zu sein. Und ich möchte noch ein bisschen Werbung für meinen Kanal machen. Deswegen schaut gerne vorbei. Vielleicht entdeckt der ein oder andere von euch ein Hotel, das dein nächstes sein könnte. Ciao!